mein Vater, der ist dann offen auf mich zugekommen und hat mir das halt erzählt, dass die Chance 50-50 steht, dass ich diese Krankheit bekommen kann. Und hat mit mir darüber offen geredet und hat gesagt, es würde ja auch nichts bringen, wenn er es mir verschweigt. Ich bin da eigentlich relativ locker und denke eher weniger, dass es so mich trifft. Und wenn, dann ist es so, dann kann ich ja mit 18 auch diesen Test machen. Und wenn die dann sagen, dass ich es habe, dann kann man das ja dann schon aufhalten. Und dann wird es nicht, ich denke, dann wird es nicht so schlimm. Es ist ein Glück, dass er sich kaum Sorgen um sich selbst macht. Denn er muss verkraften, dass die Krankheit nach seiner Mutter greift. März 2012. Bei Yvonne steht wieder ein Gedächtnistest an. Ein Jahr nach der letzten Testreihe. Können Sie mir auch sagen, an welchem Ort wir hier sind? Wir sind hier in der... Also Moment. Hier in dem Gebäude. Mhm. Okay, jetzt kommt das Zeichnen. Und ich bitte Sie, dass Sie die Figur darunter abzeichnen, bitte. Und jetzt machen wir noch eine andere Sache. Und ich würde Sie jetzt bitten, dass Sie die Wörter noch mal mir sagen. Die Wörter, die Sie vorhin gelernt haben. Also. Klee. Klee. Kansop. Königin. Hütte. Jetzt geht nicht mehr. Mhm. Okay. Das waren die Wörter. Haben Sie noch jetzt 3 erinnert von den 10 Wörtern? Es geht halt immer wieder. Ja. So anstrengend gerade? Nee, jetzt aber es frisst mich jeden Tag. Das ist wirklich nicht, was ich jetzt nicht mehr schauen kann. Yvonnes Gedächtnis hat sich unerwartet deutlich verschlechtert. Auch Hans ist immer mehr gefordert. Er kommt langsam an seine Grenzen. So. Das soll mal so bleiben. Warte mal. Abtrocknen. Auf. Nee, hast schon drauf. Komm her. Mach auf. Mach mal so. Yvonne, lass ich reinkommen. Die Hand brauchst du nicht, die kannst du ganz ruhig lassen. Die brauchen wir nicht. Spülen noch, Yvonne. Nee, nicht. Du hast schon Wasser drin. Mama. Nur spülen. Spülen und ausspucken. Mhm. Fuß hoch. Hier rein. Yvonne. So, und die Schuhe noch. Das ist natürlich schwer. Ich will die Yvonne ja auch nicht. Yvonne ist ja auch ein Teil von meinem Leben. Wir sind 20 Jahre zusammen. Das ist auch alles nicht leicht, aber. Im Endeffekt würde ich ganz gerne irgendwann mal wieder ein bisschen Freiheit haben, so, ja, halt normal leben, das wäre ganz gut. Ja. Es erstickt einen mit der Zeit. Ob man den Mensch mag oder nicht, das ist dann unrelevant. Ja. Hans sorgt sich auch um Mark. Er zieht sich zurück, meidet den Kontakt zu seiner Mutter.
Beim Abendessen trifft er seit längerer Zeit wieder auf Yvonne. Es ist Marc anzusehen, wie schwer es ihm fällt, die Begegnung auszuhalten. Vorher dachte ich, der kommt besser damit klar, aber das war eine Illusion. Ne? Anfangs war er sehr stabil, wie wir auch die Diagnose hatten und die ganze Zeit. Aber er hat ja auch immer gesagt, es wäre besser, die Mama wird nicht mehr heimkommen und so weiter. Das waren aber alles so Schutzmechanismen, glaube ich, von ihm. Im Endeffekt liebt er seine Mutter total und gestern Abend hat er halt extrem geweint dann. Ja, das halt, kommt dann halt raus irgendwann, ne? Der muss das verarbeiten. Und das ist für einen 14-jährigen Jungen auch schon eine harte Nummer, ne? Dezember 2012. Vor genau 2 Jahren haben wir die ersten Bilder mit Yvonne gedreht. Hast du ein bisschen Hunger? Wir haben mit Hans vereinbart, dass dies die letzten sein werden. Das ist schön. Du musst gut essen, ja? Essen und Trinken ist wichtig geworden. Hm? Bist du müde? Hm? Ja. Aber ich möchte, dass du gut isst jetzt, ja? Gut essen. Hm?